Meine Süßen, seid wieder ganz, ganz herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir. Ich war mal wieder in der Drogerie unterwegs und habe einige Sachen bei DM geshoppt, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Pflegeprodukten, bevor es dann weitergeht mit der dekorativen Kosmetik. Pflegetechnisch habe ich mir zum einen mitgenommen von Alverde diesen Beauty and Fruity 3-in-1 Reinigungsschaum Limette Apfel. Ich hatte ja sonst immer diesen Alverde Reinigungsschaum Sensitiv. Ja, das ist ja relativ neu, also es gibt schon eine Weile, aber ich habe es noch nicht getestet. Und ich dachte mir, ja, so gründlich reinigen, wasserfestes Make-up entfernen und klären und tonisieren, was ich auch super interessant finde, denn etwas, das reinigt und man anschließend kein Gesichtswasser mehr bräuchte, wäre ja auch ein Highlight, oder? Habt ihr das schon mal getestet? Ihr könnt mir das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, das ist für normale und Mischhaut von der Verpackung her, wie gesagt, wie dieser alte Reinigungsschaum, dieser Sensitiv-Reinigungsschaum. Und ich dachte mir jetzt für den Frühling, das riecht bestimmt klasse. Ich kann jetzt, wie gesagt, noch nicht viel zu sagen. Man riecht aus der Verpackung auch nichts raus. Aber wie gesagt, ist so ein Schaum und ich freue mich da schon drauf, das zu testen. Werde euch dann gegebenenfalls natürlich noch mehr darüber berichten. Dann etwas, das auch neu ist, und zwar ist das von Balea ein neues Rasiergel Summer Garden mit Mango-Duft. Ich liebe diese Balea Rasiergels, ich weiß nicht, ich bin ein wirklicher Fan, vor allem dieses Buttermilch-Lemon hat es mir echt angetan. Auch dieses Kokos, ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine LE ist im Allgemeinen, das gibt es ja schon länger. Ich schwärme von diesen Rasiergelen von Balea, also ich vertrage sie recht gut, ich finde den Duft auch recht angenehm. Ich mag auch Gels lieber als die Schaums. Schaums, Schäume? Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall Mangoduft. Ich dachte mir, ja, die Verpackung lacht mich an und ja, musste auf jeden Fall mit. Hier steht nichts von LE drauf, also denke ich mal, dass das jetzt einfach nur im Standardsortiment von Balea eingezogen ist. Und ja, ich werde es testen und bin schon super gespannt, ob das dann auch so fruchtig nach Mango riecht. Dann habe ich mir, das hatte ich mir allerdings schon vor einiger Zeit gekauft, aber ja, habe mir gedacht, ich zeige es euch jetzt trotzdem mal. Und zwar von Blistix diese Happy Lips Mango, ja, diesen Lippenbalsam habe ich mir mal mitgenommen. Den gibt es ja, glaube ich, auch in Erdbeere. Aber ich dachte mir, Mango, ihr seht es ja, also ihr habt es ja gerade gesehen, ich bin total auf dem Mango-Frucht-Trip irgendwie. Und der riecht wirklich super, super lecker. Ich hatte ihn jetzt erst ein paar Mal verwendet, also ich kann noch nicht viel zu sagen, werde es aber definitiv mal mit diesen Babylips von Maybelline vergleichen. Weil von der Verpackung her finde ich, das ähnelt sich doch schon sehr. Und ja, Pflegewirkung bisher fand ich auf jeden Fall okay. Ich habe es gut vertragen, aber einfach mal gucken und später mal berichten. Davon werdet ihr mehr noch später, wie gesagt, hören. Dann habe ich mir mal diese Balea Beauty Effect Augen Gel Pads mitgenommen, die mit Hyaluronsäure sein sollen, kühlen, erfrischen und ja, bei Schwellungen wirken sollen. Ja, ich habe sie jetzt auch noch nicht getestet. Ihr habt in dieser Verpackung 3x2 Pads drinnen. Also die sind auch nochmal so einzeln verpackt. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Das Ganze sieht dann so aus. Wie gesagt, 3x2 Stück. Und das gibt man dann einfach ja unter die oder auf die Augenringe, auf die geschwollenen. Und ich denke, das ist ganz gut am frühen Morgen. Ich teste ja aktuell immer solche Augencremes und ich habe mir gedacht, wow, probierst du einfach mal gerade jetzt solche Pads aus. Legst sie in den Kühlschrank. Hier steht zwar Sofortkühleffekt. Ich werde das mal so testen und dann auch mal in den Kühlschrank legen. Einfach um das mal zu vergleichen und mal gucken, ob das ja so einen Effekt, so einen kühlenden, lindernden Effekt hat einfach und gegen die Schwellung hilft. Wie gesagt, auch hierzu werde ich euch in einem meiner nächsten Haul-Review-Videos mehr berichten und ja, bin schon super gespannt, ob das so gut ist, wie das hier steht. Aber ich denke, das wird schon vieles helfen. Also ich kann mir gut vorstellen, einfach dieser Kühleffekt, dass der gut ist. Also bin ich gespannt. Dann musste etwas mit und ja, das habe ich erst lange Zeit übersehen, denn das ist immer so ein bisschen versteckt in dieser ja, Schaumbadeabteilung von DM, wo es die ganzen kleinen Sachen gibt, wie diese Badesticks und so weiter. Ja, und da gibt es jetzt ja neu diese, wie nennt man die, Badepackungen, Schaumbadepackungen, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen soll. Auf jeden Fall habe ich mir hier das kleine Teilchen mitgenommen. Das ist im Prinzip für einmal Anwendung. Ihr könnt damit duschen. Habe ich jetzt gerade baden gesagt? Nein, duschen. Also ihr könnt damit duschen. Das ist so eine Portion. Und das ist die Duftrichtung Happy Tangerine.
Und hinter dieser soll sich ja die Zuckerschnute verbergen. Deswegen habe ich mir gedacht, das nimmst du jetzt einfach mal mit, testest das mal aus, weil ich war ein riesen Fan der Zuckerschnute. Habt ihr das, kanntet ihr das noch? Das war echt mein Traumduft überhaupt. Das roch so lecker nach Zitronen, Butterkuchen und ja, auf jeden Fall gibt es das jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich das mal mit, einfach mal so aus Spaß. Ich denke jetzt nicht, dass ich mir das immer wieder nachkaufen werde, aber für zwischendurch dachte ich mir, teste ich das einfach mal aus. Ich habe auch noch nie solche Einmal-Duschpackungen verwendet. Also ja, ihr könnt ja auch mal gucken und mir das in die Kommentare reinschreiben, falls ihr das schon mal getestet habt oder testen möchtet. Auf jeden Fall bin ich schon gespannt, ob das dann wirklich so nach Zuckerschnute riecht. So, dann habe ich mir frische Sohlen mitgenommen. Die mussten jetzt sein, weil es geht langsam los mit dem Ballerina-Wetter und ich mag es nicht, in Ballerinas zu sein, ohne irgendwelche Einlagen. Und da gibt es ja diese hier, die finde ich ganz gut von Balea. Das sind ja 8 Paar in der Größe 39 bis 41. Die gibt es auch nochmal in Small und nochmal in Large, glaube ich, also für kleine und größere Füße. Das soll mit frischer Duft sein, Fußgeruch und Fußpilz vorbeugen, ultra dünn und atmungsaktiv sein. Antibakterielle Wirkung soll es auch haben. Ja, ich habe das jetzt an sich noch nicht getestet. Ich habe, wie gesagt, immer solche Sohlen in meinen Ballerinas. Und ich finde, für den Preis kann man die auch mitnehmen. Ich kann es euch mal zeigen. Da sind dann immer 2 so aneinander geheftet und die müsst ihr dann so auseinanderziehen. Und dann könnt ihr die einlegen. Oh ja, jetzt rieche ich es auch. Also es hat auf jeden Fall so ein bisschen einen frischen Duft, das stimmt schon. Und ich finde, das kann nicht schaden. Ich habe jetzt die in Schwarz mitgenommen. Die gibt es auch noch in Weiß, aber ich finde, das sieht immer gleich total unappetitlich aus. Deswegen ja, habe ich mir die mal gegönnt und denke, die werden jetzt auch relativ, ja, den ganzen Sommer, denke ich mal, halten, weil die kann man ja auch öfters mal verwenden für die Ballerinas. Und ja, das finde ich ganz gut, deswegen durfte das mit. Dann habe ich mir auch endlich wieder mal meinen Tangle-Teaser mitgenommen. Und zwar diesen kleinen Styler, Kompakt-Styler nennt er sich. Ich habe ja auch den normalen Tangle-Teaser, den habe ich ja jetzt schon, um Gottes Willen, ich glaube 1,5 Jahre. Und der hält und hält und hält und hält, weil viele mich ja auch gefragt haben, ob ich den empfehlen kann. Kann ich absolut empfehlen, weil wie gesagt, bei mir an den Borsten ist irgendwie noch nichts, also an den Plastikborsten, sag ich jetzt mal. Aber ich dachte mir für unterwegs etwas Kompaktes und Praktisches und da wollte ich unbedingt diese Farbkombi in Schwarz und Gold. Und die war immer ausverkauft bei mir. Also ich bin da wirklich Wochen in den DM rein und habe das gesucht und immer war es weg. Und jetzt habe ich es endlich gesehen, klar, und dann ist es bei mir im Einkaufswagen gelandet. Das ist einfach dieses kleinere, also dieser kleinere Tangle-Teaser mit dieser Transportschutzkappe, die man dann so aufstecken kann. Und dann könnt ihr ja ganz normal wie auch mit dem normalen Tangle-Teaser durch eure Haare fahren. Finde ich richtig klasse. Ich persönlich, wie gesagt, bin seit 1,5 Jahren Fan vom Tangle Teaser und deswegen durfte auch dieser kleine, süße, hübsche mit und bei mir einziehen. Und der ist jetzt immer bei mir in der Handtasche unterwegs. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, das ist sein Geld wert, weil das hält wirklich lange. Es ist schon recht teuer für ein Stück Plastik oder hier in dem Fall 2 Stück Plastik. Aber ich kann es euch wirklich ans Herz legen, weil ich sag jetzt mal, es zieht nicht mal ganz so arg, ihr kommt schöner durch eure Haare, es entknotet einfach alles. Klar ist es jetzt nicht super, wenn ihr gleich nach dem Haarewaschen eure Haare durchkämmt, weil das ist ja auch nicht so gut für die Haare an sich. Da einfach mal ein bisschen abwarten, aber ich muss sagen, da habt ihr auf jeden Fall weniger Probleme mit dem Ziepen. Auf jeden Fall mit meinen Haaren ist das top. So, dann war es das jetzt erstmal mit den Pflegeprodukten. Machen wir mal weiter mit der dekorativen Kosmetik. Ja, ich habe einige Nagellacke geshoppt. Zu meiner Entschuldigung, weil ich euch ja gesagt habe in der letzten Zeit, nee, ich kaufe nicht mehr so viel Nagellacke. Ich habe Urlaub und Urlaub ist für mich Nagellack-Tragzeit. Gerade jetzt hier so, wenn das Wetter so schön ist. Jeden Tag eine andere Farbe, so auf die Art. Und deswegen, ja, durften wieder welche mit. Zum einen habe ich mir hier von P2 aus der Volume Gloss Gel Look Polish Reihe einen mitgenommen, den ich so hübsch fand, weil es einfach eine andere Farbe ist, als die, die ich sonst immer habe. Ich habe immer rosa, lila, keine Ahnung. Und das war immer so eine Farbe, die hat mich angesprochen. Das ist auch so ein bisschen pastellig.
die 007 Love Agent. Und ja, ich mag ja diese Pinselchen, ich mag die Haltbarkeit, dass es einfach auch so ein bisschen gelig aussieht. Und ich finde die Farbe so, so klasse. Deckt in zwei Schichten, hält auch einige Tage. Und deswegen, ja, durfte diese Farbe, diese schöne gelblich-zitronen-gelblich-sommerliche Farbe mit. Dann habe ich mir zwei von P2 aus dieser Satin Supreme Polish Reihe mitgenommen. Und ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan davon geworden, weil ich finde das einfach mal was anderes. Bei diesen Gel-Gloss-Nagellacken ist klar das Finish total glänzend. Und einfach bei diesen Satin Supreme-Nagellacken ist es so ein bisschen semi-matt. Also ja, Satin oder Satin. Und da habe ich mir einmal so einen grünen mitgenommen. Da habe ich euch ja auch schon mal in meinem Follow Me Around gezeigt, dass ich mir den gekauft habe. Ich kann euch das Video gerne mal unten in die Infobox verlinken. Das ist die 040 Stay Polite und den habe ich auch schon mal getragen. Ich habe euch da ein Bild auf Instagram gepostet und ich finde den so, so klasse. Also diese Farbe gefällt mir sehr gut. Das ist, wie gesagt, so eine Art Mintgrün. Kann ich euch ans Herz legen. Dann habe ich mir so einen Flieder gekauft. Auch das musste einfach aus Prinzip mit, weil ich Flieder liebe, weil ich ein großer, großer Fan bin. Die 070 Kingly Gift und ja, auch das ist eine wunderschöne Farbe. Wie gesagt, die trocknen so ein bisschen semi-matt an und das sieht auch mal klasse aus. Einfach mal zur Abwechslung. Dann aber natürlich kein Topcoat drüber geben, der den ganzen Effekt wieder zunichte macht. Deswegen, ja, trage ich den so auf, die trocknen aber auch relativ schnell. Und ich denke, ich werde mir noch, was wollte ich mir noch anschauen, diesen rosa Ton. Das Blau ist auch sehr schön und vor allen Dingen diesen Koralle. Aber ja, muss ich erstmal gucken. Ich habe nämlich, glaube ich, auch noch so ähnliche Farben und ich muss einfach mal meine Nagellacksammlung durchschauen. So, dann habe ich mir den letzten Nagellack mitgenommen und da muss ich sagen, wurde auch ich angefixt. Hier auf YouTube und keine Ahnung, Instagram, überall, also ihr da draußen seid schuld. Ich habe mir von Essie diesen super mega gehypten Fidschi mitgenommen, der ja wieder neu aufgelegt wurde. Das ist, glaube ich, nicht der gleiche, den es im letzten Jahr gab, da habe ich ihn mir ja nicht mitgenommen. Das ist so eine klasse Farbe mit so einem schönen, dezenten rosa Stich. Und ja, also was da kann man zu Essie-Nagellacken sagen und vor allen Dingen zu dieser Farbe. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Glück und konntet euch den noch mitnehmen. Wie gesagt, diese Farbe Fidschi ist so, so klasse. Und ich finde den Bild hübsch jetzt gerade so für den Frühling. Aber ich denke mal, ich werde den auch durchgehend im Sommer tragen für zwischendurch einfach mal. Das ist auch so eine Farbe, denke ich, die im Alltag immer geht. Die Nägel einfach so ein bisschen gepflegt aussehen lassen. Und ich bin froh, wie gesagt, dass ich diesen Fidschi noch erwischt habe von Essie. Ich meine, der war schon relativ ja, in allen Läden ausverkauft. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall eine schöne Farbe. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den auch noch erwischt habt. Auf jeden Fall, ich habe ihn und da bin ich echt froh drüber. Dann habe ich mir von Astor wieder mal eine Soft Sensation Lip Color Butter gegönnt. Das ist jetzt die Variante Ultra Vibrant Color. Also das sind nicht die normalen, sondern das sind jetzt diese neuen, die zwar schon in dem Aufsteller sind von Astor, aber nicht in dieser gleichen Abteilung wie die normalen Lip Color Butters. Da müsst ihr einfach mal gucken, weil das ist jetzt einfach von der Farbe her nochmal intensiver. Ich habe jetzt die 019 Plump It. Ich habe mir das schon vor einiger Zeit gekauft und das ist eine relativ dunkle Farbe, aber die sieht hier im Stift dunkler aus, als sie eigentlich ist. Sie hat noch so einen leichten rosa-rotstich mit drinnen, was jetzt auch perfekt für den Frühling ist noch. Und ich liebe ja diese Astor Lip Color Butters und auch den Duft so vanillig und die Pigmentierung hier ist auf jeden Fall nochmal ein Ticken besser als bei den normalen, wobei ich auch die Schieren sehr, sehr gerne mag und mir da auch sicherlich noch ein paar Farben holen werde. Aber wie gesagt, wenn ihr noch einen Ticken mehr Farbe wollt, dann guckt euch mal diese Reihe an. Wie gesagt, ist auch bei Astor im Aufsteller, aber eben auf der anderen Seite. Ich denke, das ist auch mal unterschiedlich. Und ja, habe ich auch schon öfters mal getragen in meinen Videos und finde ich super klasse, diese Farbe. Wie gesagt, die geht noch, aber ich denke, das ist wohl eher was für den Herbst, Winter noch. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir eine Mascara gekauft und zwar von L'Oreal.
die Mega Volume Miss Manga Mascara. Ich bin auch so ein Anfix-Opfer. Denn wenn ich irgendwas Neues in der Werbung sehe, geht es euch da genauso, dann gucke ich erstmal wie gebannt und bin fasziniert. Und dann stehe ich wirklich im Laden und überlege mir, ob ich das kaufe, einfach um es mal zu testen. Und ich finde, gerade bei Mascaras teste ich mich persönlich da echt gerne durch, um einfach die, ja, ich will jetzt nicht sagen perfekte Mascara zu finden, aber schon eine gute, mit der ich super zufrieden bin. Wobei es einige gibt, wo ich sage, das sind auf jeden Fall meine Favoriten. Die hat mich einfach angesprochen, des Effektes wegen. Dieser, ja, puppenhafte Effekt, was Wimpern angeht, ist auch nicht jedermanns Sache. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich gehöre jetzt zu denen, die das mag. Nicht direkt jetzt Fliegenbeine, aber ich mag es so ein bisschen auffälliger, dramatischer. Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Und ich dachte mir, da testest du dir einfach mal aus. Und ich habe sie bisher ein oder zweimal getragen. Also zweimal, glaube ich. Heute trage ich sie auch wieder. Werde euch da auf jeden Fall noch extra eine Review zu machen, deswegen werde ich da jetzt noch nicht viel zu sagen, weil nach zweimal Testen kann man jetzt auch nicht groß sein Urteil hier fällen. Aber First Impression würde ich sagen, ist auf jeden Fall gut. Ich finde es toll, dass die Bürste so also ein bisschen kegelförmig ist. Dadurch komme ich auch sehr gut an die vorderen Wimpern und dass sie biegsam ist. Das ist auch nicht jedermanns Sache, nicht jeder mag es. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil sie so ein bisschen mit meinen Wimpern so einen Schwung abgibt. Aber wie gesagt, ich werde euch da ausführlich noch eine Review zu machen und euch darüber berichten. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Mascara auch schon getestet habt und wie ihr sie findet. Und das war's dann mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss!